Hallo, liebe Pathfinder, Freunde, hier sind wir zurück bei unserer wunderbaren Gruppe, die jetzt hinter dem Baum steht. Und ja, wir wollen uns jetzt hier die wohlverdiente Belohnung abholen in den Gemächern dieser hinterhältigen Nymphe hier. Der Dryade, das ist jetzt nochmal eine Dryade, glaube ich. So, wohlverdiente Belohnung heißt das, aber wir werden wahrscheinlich da ordentlich einen auf die Mütze kriegen eher. Das ist alles ein einziger Betrug hier, glaube ich. Aber wir wollen jetzt hier gut vorbereiten, um diese letzte Mission hier auch noch abzuschließen. Aus unserer alten Questreihe, damit das auch endlich mal erledigt ist. Dann haben wir noch eigentlich... Das war erledigt. So, nichts mehr offen, großartig. Und dann sind wir da auch endlich durch. Tödliche Trolle, dann kommt noch was. Wir haben jetzt hier die verdiente Belohnung und dann schon ein Kind haben erledigt. So, dann wird noch einmal wahrscheinlich ja, dieser Ungeheuerüberfall kommen in 20 Tagen. Das war's dann hier. So, und dann gehen weitere Abenteuer los. Aber wir wollen das jetzt hier endlich mal erledigen. Und ich versuche es einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Vielleicht muss ich auch 60.000 Mal neu starten. Also das ist dann der erste Versuch, um hier durchzukommen. Ich versuche jetzt hier, oder habe schon ein bisschen versucht, Micknack so ein bisschen auszustatten. Mit einigen Sachen. Den Gürtel habe ich jetzt, den habe ich, glaube ich, jetzt in Kundayo geklaut. Und auch hier das Amulett. Auch ein paar Sachen habe ich abgegeben, die zu schwer waren zum Schleppen. Weil er hat ja jetzt dann kein gemeinsames Inventar mehr. Zum Glück ist er als Kämpfer und Halborg relativ stark und kann auch was schleppen. Weil deshalb habe ich auch den Gürtel hier gegeben. Bei ihm kommt es auch darauf an, dass er möglichst hier mit Stärke, Geschicklichkeit und vor allem auch mit seiner Athletik weiterkommt. Weil wahrscheinlich da ein bisschen sehen müssen, dass wir ausweichen können. Athletik hat er zum Glück einen guten Wert. Mit Amiri und den Kundayo eigentlich sehr gut. Beweglichkeit ist auch noch halbwegs okay. Ja, könnte besser sein, aber ist nicht so schlimm wie bei Tristian oder Valerie zum Beispiel, die eigentlich so schnell sind wie eine Schnecke. Heimlichkeit ist natürlich nicht gerade seine Stärke, aber okay. Da müssen wir jetzt irgendwie sehen, dass wir hier durchkommen und diesen Level hier alleine bestreiten. So, deshalb... ja, habe ich versucht, ihn so ein bisschen schon mal vorzubereiten. Leider habe ich jetzt hier nicht so die die Geschicklichkeitsstiefel mit. Das hätte ich früher dran denken sollen. Die geben ihr nochmal einen Boost bei Geschicklichkeit. Aber gut, wir müssen sehen, ob wir das so hinkriegen und dass er alles nimmt und mitkriegt an Zaubern und Boost, die es ebenso geben kann. Ja, das wird leider auch nicht alles so lang, ne? Aber wir können es mal versuchen, dass wir ihm so viel wie möglich irgendwie mitgeben. An Boosts, wie es nur irgendwie geht. Was hat sie noch? Das ist der und der. Ja, Harim haben wir ja nicht dabei. Segnen. Wie lange wirkt denn das? Gucken, wie wir das machen. So, wie lange geht das? Ah, nicht sehr lang. Okay, dann bringt das auch nichts. Egal, wir müssen jetzt hier mal raus. War nur mal ein Test. So, wir müssen jetzt alleine da rein. So. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alles zu uns nehmen, was so geht. Was ist Charisma? Das brauche ich jetzt nicht. Ja, würde ich gerne auch noch nehmen, aber geht jetzt nicht. Was haben wir noch an Trinken? Ich bräuchte einen Schildtrank, würde ich jetzt erstmal nehmen. Und dann muss ich gucken, dass ich die mit denen die Unsichtbarkeitszauber bei ihm klug einsetze. Wir haben nur drei. So, wir können ein Schild des Glaubens mal machen. Die Schleuder des Fuchses, das gibt das mir Intelligenz. Ne, die brauchen wir nicht. Die bringt mir nichts. Schutz vor Feuer, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es da an Monstern vielleicht erwartet. Schaden kannst du nicht, aber. Kann uns sein, dass es völliger überflüssiger Kram ist. Ah, aber leider nicht so viel. Dann braucht es an, das bringt mir jetzt nichts. Das Ehrwort für Lindsay. Okay, gut. Ja, machen wir das. Mehr können wir jetzt nicht machen. So. Und dann müssen wir sehen. Ja.
dass wir die Gruppe hier getrennt kriegen. Die müssen wir jetzt dann nach Hause schicken. Ja, ja, versuchen wir es mal. Mal sehen, was passiert. So, geht es alle mal schön nach Hause. Ich mach das schon. Hier ist auch schon wieder irgendeine Katastrophe. Naja, ist mir jetzt egal. So. Dann geht's mal los. Gucken wir mal, was passiert. So. Okay, Segen ist abgelaufen, hat zu lange gedauert. Das mit dem Schild hat nicht geklappt, oder? Er hat jetzt nichts. Gut, dann müssen wir das nochmal machen. Wirkt auch nur eine Runde, ist nicht sehr lang. Das ist auch Pillepanne. Ja. Na gut, wir versuchen es mal. Ob das irgendwas bringt. Wir können das noch benutzen. Heldenmut gibt uns auch nochmal einen Bonus auf alle Rettungsangriffs- und Fertigkeitswürfe. Das können wir auch gebrauchen. So. Gut. Dann gehen wir mal. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. So. All according to plan. Hä? Also, stehen geblieben. So, hier ist irgendwie keiner. In due time. Okay, das hatte jetzt nicht die beste Wahrnehmung. Okay, hier ist niemand. Gut, dann müssen wir mal ausprobieren, was passiert. Wenn wir jetzt hier drauf drücken. Oh, wei. Oh. Na, servus. Manticorn, Hydra und Eulenbär. Das ist ja die... And alone, just as I asked. Die hüterende Blüte. No, my loyal hound. Die bekannte Silhouette der Nymphe erscheint sich in den Monstern. Der Geruch blühender Frühlingsweiden gibt sie nach wie vor und der Wind streicht durch ihr Haar, doch nur verzerrt und ein unfreundliches Lächeln auf ihrem Gesicht. Oh, ihr seid gekommen und alleine, wie ich es erbeten hatte. Wisst ihr nicht, mein getreuer Hund, dass die leuchtendsten Blumen zugleich auch die giftigsten sind? Dieses Stück will uns also wirklich verraten. Was für eine Überraschung. Ein Treffen in Einsamkeit an einem abgelegenen Ort und das Ganze entpuppt sich als Hinterhalt. Sagt mir wenigstens, warum ihr meinen Tod wollt. Selbst wenn ich euch sagen wollte, ihr würdet es nicht verstehen. Und wenn ihr es verstehen könntet, würde ich es euch mit Sicherheit nicht sagen. Die Nymphe richtet ihren Blick abwesend zur Seite, wendet sich dir dann aber mit funkelnden Augen wieder zu. Wie oft habe ich schon gesehen, wie sich Länder und Königreiche aus dem Staub erheben, nur um dann wieder zu Staub zu werden. Ebenso wird es auch eurer Baronie ergehen, denn was ist eine Baronie ohne ihren Baron? Alles geschieht, wie es geschehen muss. Die Raublande bleiben niemandes Besitz. Sterbt oder flieht, denn ändern könnt ihr nichts. Na ja, danke. Enemy approaching. Großartig. Na gut. Also mit den allen dreien wären wir nicht fertig. Vor allem nicht mit dem Eulenbär. Ich denke, das ist der schlimmste Gegner. Okay, na, dann gucken wir mal.
macht der denn, der Trottel? Hä? Und nimmt er den dämlichen... Keine Ahnung. Ist er jetzt getarnt? Das verstehe ich nicht. Okay, irgendwas geht hier schief. Hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Warum hat das eben nicht funktioniert? War nicht irgendwo hier so ein Aufgang oder irgendwas? Nach oben? So, hier, hier. Wir müssen einen Athletikwurf schaffen. Okay, wir haben es geschafft. So, hier müssen wir aufpassen. Hier haben wir, glaube ich, irgendwo eine Falle. Oh! Hier ist eine Rotkappe. Wir müssen hier also lebend rauskommen. Hier ist ein... Hier kommen wir nochmal runter. Okay. Huch. Er ist umgekippt, weil er den Wurf nicht geschafft hat. Okay. Okay. Das heißt, wir können entkommen, weil bevor wir die Wölfe gekillt haben, haben wir jetzt hier kein Problem mehr. Wir können jetzt nach oben gehen und die Rotkappe umbringen. Das würde mir aber auch jetzt nichts bringen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir sind verraten worden. Auf jeden Fall. Vorher war es eine Vermutung, jetzt wissen wir es ganz genau und wir sind entkommen. So, großartig. Na gut, es war nicht ganz so schlimm. Ich dachte, wenn jetzt haufenweise Monster sich auf mich stürzen und ich hatte schon einen Schweißausbruch, weil er seinen Trank nicht genommen hat. Ein bisschen was hat er auch abgekriegt, aber war nichts. Okay. Können wir jetzt hier lang? Okay, dann kommen da oben hin. Aber nein, wir gehen jetzt wieder zurück in unser Hauptquartier. Ja. Haben wir jetzt eigentlich irgendeinen neuen Journaleintrag oder so? Nö. Hm. Hm, okay. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe, wir begegnen jetzt niemanden. So eine Trollarmee oder sowas unterwegs, weil die sind jetzt alleine. Das wäre jetzt sehr schlecht. Hier muss irgendwann mal irgendein Baron eine Brücke bauen. Ich bin auf die Nerven, dieser Umweg da. Oh. I tire. Ja, er kann ja jetzt nicht gerade viel machen, ne? Kann jetzt selber jagen. Nö, wozu soll er jagen? Kann das Lager tarnen. Also, Granation kann er ja verwenden. Blöd, dass er alleine jetzt übernachten muss. Das hat funktioniert? Das funktioniert sonst nie bei ihm. Ah, okay. Wurscht. So. Ah, wir haben jetzt ein neues Ereignis bekommen. Anscheinend geht das jetzt los mit dem Angriff von Karl Hügel. Oh je, dass das wohl wieder ist. Aber ich dachte, bei der Nymphe wäre jetzt wirklich mehr. Dass da tausende schreiende Monster auf uns zurennen. Aber wir sind gut. Ja, wir konnten sehr gut entkommen. Mit nur einer Flasche Unsichtbarkeitstrank. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Was ist jetzt wohl los? Gehen wir ein bisschen direkt mit in den Thronsaal. Weiß, welche Katastrophen sich jetzt gerade ereignet haben. So. Hm. Okay, was haben wir denn? Verdiente Belohnung ist damit abgeschlossen. Das sagt Lindsay. Selbst die schönste Blume kann giftig sein. Nun wissen wir, dass die Nymphe den Baron benutzt hat, um ihn zu töten. Aber trotz des grausamen Verrats dieser heimtückischen Lügnerin gelang es dem Baron, ihre Pläne zu durchkreuzen und zu überleben. So, erledigt. Wunderbar. So, was haben wir jetzt? Ein uralter Flug Teil 2. Die nächste Entwicklung kommt in 13 Tagen und 10 Stunden. Wir müssen sofort zum kahlen Hügel und die Feinde besiegen, die wir dort vorfinden. Erlasst ein heiliges Dekret und beschützt die Baronie. Hm.
Okay. Oh, Katastrophe. Tragödie in der Mine. Oh. Ja, das war mal eine komplett misslungen, die Sache. Grausige Bestien. Okay. Der verfluchte kahle Hügel macht sich erneut bemerkbar. Rasende, durch magische Fäulnis entstellte Wildtiere strömen aus den Wäldern und greifen sowohl unsere Bauern als auch die Reisenden an. Also da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Diese Angriffe beeinträchtigen nicht nur den Handel, sondern haben auch bereits Teile der Ernte vernichtet. Wenn ihnen kein Einhalt geboten wird, werden die Folgen gravierend sein. Das ist so eine Mission, wenn die scheitert, dann war es das hier eigentlich. 70%. So, das müsste aber Amiri hinkriegen. Er hat jetzt eine plus 8 hier mittlerweile. Und wir haben hier einen Bonus. Lösung dauert einen Tag. Das geht ja relativ gut. Was haben wir hier? Flüchtlinge. Einige unzufriedene Untertanen packen ihre Besitztümer zusammen und ziehen in friedlichere Lande. Doch die junge Baronie braucht diese Leute. Man muss sie aufhalten. Oh ja, na gut, wir können es mal versuchen mit Octavia, aber ob das funktioniert. Plus 3 Gemeinschaft gäbe das. Aber mein Gott, kann man auch drauf verzichten letztendlich. Also für die 2-3 Baupunkte, die es nachher gibt da pro Woche, sind eigentlich auch egal. Wichtigste ist eigentlich Wirtschaft. So, okay. Na ja, gut, machen wir mal. Mal sehen, ob es ist 50-50. Und das hier, das dauert mir jetzt zu lang. Das lassen wir jetzt erstmal. Wichtigste ist, dass dieses Ereignis hier, grausige Bestien, dass das funktioniert. Ich hoffe, das geht. Amiri hat ein plus 8 auf Militär. 70% Erfolgschance. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich es nicht. Ich denke mir, dann müssen wir jetzt mal den Tag überspringen. Mal sehen, ob Amiri das hinkriegt. Oh. Grausige Bestien! Der verfluchte kahle Hügel macht sich erneut bemerkbar. Rasende durch magische Fäulnis entstellte Waldtiere geströmt aus den Wäldern. Und Amiri hat ihnen Einhalt geboten. Die Baronie hat überdauert und wieder Frieden gefunden. Wir kriegen plus 1 auf Gemeinschaft, 4 auf Militär und 1 auf Wirtschaft. Oh, 1 auf Wirtschaft, das ist nice. Puh, also diese Bedrohung haben wir gemeistert. Sehr schön. Sehr schön. Hat ja geklappt dann wenigstens. Wenigstens etwas. Oh, gut. Das haben wir nochmal abwenden können. Aber vorbei ist dann immer noch nicht. Ultrafluch Teil 2. So, wir haben noch 12 Tage. Du lässt ein heiliges Dekret. Ja. Gut, haben wir ja gemacht, ne? Mit Ameridas. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte. Da gab es ja jetzt nichts zur Auswahl. Das müssen wir noch alles machen. Hm. Na gut. Dann können wir uns jetzt wieder ein bisschen umrüsten. Wir haben jetzt das ja geschafft mit dieser blöden Dryade. Wenn es da auf die Nerven gegangen ist. So. Jetzt können wir auch diese ganzen Unsichtbarkeitsdinger wieder wegmachen. Das lasse ich mal. Das geben wir mal wieder weg. Auf Valerie. So, mal ohne das hat sie weniger Rüstung und auch weniger Angriff. Und auch weniger Konstitution. Also je mehr sie hat, desto besser. So, das Ding hatte ich in Kundayo geklaut. So, du kriegst das jetzt auch wieder. Plönk. Hat er wieder auch ein kleines bisschen mehr Rüstung. Ne? Ja, eins. Ja. So. Dem hatte ich auch diesen Hammer gegeben. Der war ja stark genug, das zu tragen. Den gebe ich jetzt wieder mit Knack, damit er ein bisschen weniger Gewicht hat. Jetzt so rumschleppen. Das kann er sich jetzt ja sich wieder anziehen. So, er bräuchte eigentlich auch mal hier so ein Amulett und sowas. Und haben wir eigentlich keine Gürtel mehr. Frei. Ja. Moment, ist eigentlich gar keinen.
Alle haben jetzt hier einen. Aber ich hätte Tristian den Konstitutionsgürtel gegeben, weil er so wenig Lebenspunkte hat. Gut. Hat eigentlich Octavia noch diese Dinge? Ha. Wozu eigentlich? Das lasse ich ihr mal. Hm. Geschicklichkeitswürfe. Braucht er die? Könnte das was für den Bogen sein? Oder fürs... für die Bewegung? Nee, das bringt ihm nichts. Würde das bei Lindsay was ausmachen? Dann hat sie... Wirklichkeitswürfe. Hm. Dann braucht sie die. Ist die Frage. Oder wird eher was für Amiri? Für eine bessere Bewegung. Na, eigentlich wäre das schon was für sie. Und sie hat ja nicht viel Rüstung und sonst was. Und Ausweichen ist für sie am wichtigsten. Sonst soll ich das jemand anders geben. Hm. Beweglichkeit braucht Lindsay eigentlich nicht. Die hat schon genug Geschicklichkeit, aber es gibt ja nicht mehr Schaden oder sowas. Und rumtouren und rumspringen durch die Gegend soll sie auch nicht. Das bringt ja hier eh nichts. Ich mal gucken, ob ich für sie nicht noch ein paar Armschienen plus 3 plus 4 finde. Dann kann ich ihr vielleicht die Rüstung abnehmen. Weil die bringen genauso viel Rüstungsklasse, wiegen nicht so viel. Dann kann sie auch mal was anderes tragen, außer den Kram hier noch. Dann kann ich ihr nämlich auch mal einen Resistenzumhang geben und so. Gut. Ach, Moment, da fällt mir ein. Wir haben jetzt das Buch über Transmutationen und Körpergifte. Wenn wir jetzt haben wir alle drei zusammen, dann können wir zu Bocken gehen und ihm diese Mission mit ihm machen, die er uns ja gegeben hat. Weil diese Missionen, die wir so kriegen dann von Leuten, die zu uns kommen und irgendwelche Dinge bauen wollen und machen und so, das sollte man immer auf jeden Fall mitmachen. Auch wenn manche Sachen vielleicht nicht ganz so wichtig erscheinen, aber dadurch kriegt man immer ganz besondere Boosts. Handwerker kommen in seine Orte zum Beispiel, die sonst nicht da wären, die einen besondere Gegenstände verschaffen, die kostenlos Gebäude bauen, also man kann dann hier eben Schmieden, Alchemistenbuden, Druckereien, was er sonst bauen, ohne dass man Baupunkte dafür braucht. Und das nun durch diese Nebenmission von so Charakteren wie Bocken. Das ist schon ganz nice und die sollte man auch unbedingt auch immer machen, diese Geschichten. Auch wenn er dann immer lästig ist, der will irgendein Zwerg einen irgendwas verkaufen und dann sagt er, ja, dann bleibe ich bei dir, wenn du mir eine Werkstatt bezahlst oder so, dann macht man das. Kostet dann was einiges an Baupunkten oder so, aber plötzlich, ja, hast du dann 1A-Händler bei dir, die dir super Rüstung verschafft. Hättest du sonst nicht bekommen. Ne? Und das Gebäude sorgt dann noch für zusätzliche Bonuspunkte. Also von daher, das ist manchmal noch wichtiger als hier die ganzen Gebäude, die man sonst in seiner Stadt baut, die... Ja, sag ich mal, so Pillepalle-Werte letztendlich nur geben. Die dann manchmal gar nicht so wichtig sind. Ob ich jetzt einen Arkan mehr oder weniger habe, kostet mich aber alles Baupunkte. Also, das Wichtigste ist im Grunde Wirtschaft und der Rest kommt einfach im Laufe des Spiels, würde ich mal sagen. So, Hauptsache war, dass das haben wir jetzt erledigt. Das war jetzt eine wichtige Sache. So, an wichtigen Projekten. Mal gucken, haben wir noch jetzt noch irgendwas... Diese Forschungsüberflüche, diese Geschichte, weiß ich auch nicht, ob die so wichtig sind. Da habe ich gelesen, dass sie auch eher was fürs Ende sind vom Spiel, dass sie dann Einfluss darauf haben, wie es ausgeht, wenn man alle Flüche erforscht hat und so. Also es ist nicht unbedingt ein Muss, dass man die sofort machen muss. Auch die ganzen Sachen, die Bonuspunkte, also Baupunkte kosten, das sind eher so Sachen, die man mitnehmen kann, aber nicht unbedingt lebenswichtig sind. Lebenswichtig sind eher so die Sachen, die eben über diese Ereignisse hier da kommen. Wir haben Ausrufezeichen oder eben diese Projekte. Der Rest ist eher so nice to have. Muss man sich also dann entscheiden, ob man das immer investieren möchte, diese Baupunkte, oder lieber sich konzentriert die Wirtschaft zu stärken, um dann die Baupunkte, die man pro Woche sozusagen die Steuer, die das ist, ne, die man dann kriegt, durch andere Sachen reinkriegt. So, das dauert mir zu lang, das können wir jetzt nicht machen alles.
Nee. Also das, da haben wir noch nicht die Werte für, um einen Ratgeber dafür einzustellen. Das dauert mir auch zu lang. Das können wir auch nicht machen. Nein. Nein. Nee. Also das war's dann. Mehr schwierige Sachen haben wir dann nicht. Gut. Flop. So, wenn ich nicht alles täuscht, gehen wir mal jetzt an unsere schöne Truhe. Die gut gefüllte Truhe. Was haben wir hier noch einen Stab? Ach doch, mit dem Schrei. Ja, weiß ich nicht. Das kann sie auch so rumschreien. So. Wo haben wir dieses Buch eigentlich grundsätzlich? Bei den besonderen Sachen? Nee. Ja. Also hier mal allgemein. Eins, zwei und drei. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir noch einen neuen Assistenzumhang. Oh, was wir da alles in der Kleiderkammer hier haben. Okay. Okay, er hat noch keinen. So. Plus eins auf alle Rettungswürfe. Das kann er bestimmt auch gut gebrauchen. Aber die muss ich mir auch überlegen, was ich mit dem mache, weil eigentlich so mit dem Schwert vorne kämpfen ist völliger Quatsch. Also mit dem Dolch hat irgendwie auch nicht so ganz geklappt, hatte ich so das Gefühl. Mit der Immunität. Aber gut, wir haben das Ding nochmal eben. Tja. Der gebündelte Donner ist ja auch ganz nice. Da kann man mal ordentlich einen Blitz rausfahren lassen einmal. Aber gut. Dann bleibe ich bei ihm lieber bei der Armbrust, würde ich mal sagen. So, dass der so ein bisschen auf Abstand bleibt, weil er kann nichts vertragen und dann kann er von hinten heilen und so seine Nadelstiche mit so Zaubern machen. Ja, damit schmieren, das war scheiße, glaube ich. Diesen Zauberstab dem zu geben. Ja, der muss ja nah an den Gegner ran mit 10 Fuß. Das ist Blödsinn. Da setzt mir nur eine Gefahr aus. Da müssen wir uns eher nächste Umgebung und einen Fernkampfangriff für ihn aussuchen oder einen Boost. Gesangner Strahl. Ja. Ich könnte sowas eher machen. Oder irgendeinen anderen Stab. Was hat der Octavia dann noch gehabt? Hier den. Ja, den kann ich auch benutzen. Magisches Geschoss. Vielleicht eher was für ihn. Da haben wir noch 12 Ladungen. So, dann haben wir den auch so ein bisschen ausgerüstet. So, das McNuck wieder so halbwegs ausgestattet. Kommen so leer vor. Hier hat er vorher nicht mehr auch mehr gehabt. Ja, ein Gürtel fehlt noch. Den müssen wir ihm auch noch irgendwie verpassen. Aber gut. So. Er hat jetzt noch einen Heiltrank. Wir können ihn ja hier nochmal für Schwimmen geben. Dass keiner auf ihn zaubern kann. Nochmal Wunden heilen. Und vielleicht geben wir ihn auch nochmal. Auch nochmal. Man weiß ja nie. Nochmal eine Filione hier. Was mir so begegnet unterwegs. Irgendwelchen Spinnenviechern oder sowas noch. Kann ja alles passieren. So. Jetzt gerade nochmal überlegen. Das ist für ihn nicht schlecht. Das kann er auch machen. Dann kann man ihn nicht fesseln. Aber braucht er auch nochmal Alchemistenfeuer? Vielleicht nicht direkt. Mal sehen.
Standort vortäuschen. Hat der eigentlich Orkanbogen? Ja, haben wir aber nicht für ihn ausgesucht. Könnte man auch nochmal machen. Ich weiß nicht, ob der Aspekt des Adlers, das gibt dir nochmal einen Kompetenzbonus auf Fernkampfangriffe. Und der Multiplikator für den Bogen ist mal 3. Aber mit seinem Bogen hat er eigentlich nochmal 4, oder? Bin ich irre, ja, für kritische Treffer. Also wenn er 20 würfelt oder da drüber. Dann kriege ich den kritischen Treffer. Also macht einen. Und die Axt hat mir gegeben. Okay. Ja, man kann nicht beides haben, ne? Das eine oder das andere. Das ist Charisma. Charisma ist eher was für sie. Also mit dem Glitzerstaub ist gar nicht so schlecht, dass wir uns bei ihr mal lassen, falls wir wieder unsichtbare Kreaturen haben. Hatte er nicht so einen Zauber? Ich muss gerade mal gucken, wie wir uns jetzt so ein bisschen vorbereiten auf das nächste. Mit unsichtbares Sehen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das ist auf Weisheit. Das könnte er auf Harim machen zum Beispiel. Aber Harim nehmen wir gar nicht mit. Vielleicht jetzt. Dann würde ich das hier auf ihn machen. Wenn es geht. Ach nee, das ist ein Domänenplatzzauber. Also, der muss hier hin. Oh, sorry. Und dann können wir nämlich alles, was getarnt ist, unsichtbar ist, sichtbar machen. Und die verlieren dann alle ihre Boni, die sie durch ihren Unsichtbarkeitszauber bekommen. Was ich doch, dass ich das sowas gemacht hatte. Das hatte ich gesehen, ja. Gut, den Rest können wir ja, sag ich mal, so lassen. Dieses Aura des Erschonten könnte man auch mal ausprobieren. Alle feindseligen Kreaturen im 20 Fuß Umkreis um ihn haben dann einen Malus von minus 2. Nur muss er natürlich dann so ein bisschen mitten im Geschehen sein. So ein bisschen riskant, aber das könnte schon mal sein, dass wir den Gegnern ihre ganzen Treffer versauen damit. Muss man sich alles mal ausprobieren und angucken. Ist ja ein bisschen Trial and Error mit diesen ganzen Zaubern, die alle so funktionieren, wie man sich das immer vorstellt. So, ist immer so eine Sache. Hier machen wir mal wieder mal den Fernkampf an. Dann brauche ich mir vielleicht auch nochmal ein bisschen was, nochmal einen zusätzlichen nochmal ein Amulett vielleicht und noch einen Gürtel für ihn. Gürtel der Stärke oder sowas, damit er auch ein bisschen mehr Schaden machen kann noch. Jetzt ist er so ein bisschen halb-halb. Intelligenz ist auch nichts für uns. Das ist eher was für ein Magier. Obolinzi als Barde. Hat ja auch einen hohen Intelligenzwert eigentlich. Ist ja auch wichtig für Wissenswürfe. Wir haben jetzt aber keinen Alchemisten oder Magier dabei eigentlich, für den das wirklich was bringen würde. Okay, das lassen wir uns mal dann. Das lassen wir uns mal dann. Okay. Er kann ja auch segnen. Gut, dann müssen wir mal mit dem klarkommen, was wir hier haben. Okay. So, dann könnte man das jetzt mit Bocken machen. Diese komischen Transmutationsgeschichte. Mal sehen, was das so gibt. Da hätte ich jetzt noch Lust drauf. Wir haben noch ein bisschen Zeit mit dieser Mission, bevor die Ungeheuer alle kommen.
und uns da die Baronie wegfressen wollen oder so ähnlich. Mit dem uralten Fluch. Am kahlen Hügel. So, das ist erledigt. Sehr schön. Das im Grunde auch. Bis auf diese eine Sache. Mit dem Zauberer. Da konnten wir halt nichts machen. Sind wir zu spät gekommen. Und da war das schon gegessen, das Ganze. Und jetzt haben wir hier das noch. So. Das ist das. 12 Tage haben wir Zeit noch. Okay. Soll ich mal sagen, dann stürzen wir uns schon mal wieder ins nächste Abenteuer. Die Sachen nehmen wir mit. Man hätte noch was verkaufen können, aber salavi. So, dann gehen wir mal. Da müssen wir uns jetzt wieder unsere Gruppe zusammenstellen. Und dann nehmen wir wieder die alte Truppe mit. Natürlich auch Miri, unser Damage-Dealer. Dann nehmen wir ihn mal als Heiler mit. Scheint ja da gar nicht so schlecht zu sein. Und Ikundayo natürlich. Unser zweiter Fernkämpfer. Valerie, die alles aufhält als Tank. Amiri als Damage-Macher. Und Linzi als Booster. Und er als Heiler. Und Mignach gibt Anweisungen. Das ist die Arbeitsteilung. So. So musst du die Gruppe hier auch bei den Pathfinder-Spielen immer so ein bisschen ausbalancieren. Das ist von allem, was dabei ist. So, wir können jetzt schon mal zu diesem kahlen Hügel gehen. Das dauert 3 Stunden. Wie lange brauchen wir denn zu bocken da oben hin? Mein Gott, dass das immer so weit weg ist. Das sind ein Tag hin, ein Tag zurück. Das ist gar nicht so viel. Das könnten wir schaffen. Aber wir können uns ja hier mal umgucken, ob da schon was ist. Ob wir da jetzt schon kämpfen müssen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, überhaupt mal beim kahlen Hügel sind wir, glaube ich, einmal gewesen. Ich kann mich nur schwach daran erinnern. Das war ganz am Anfang. Ich habe das Spiel auch noch nicht verstanden. Oh, hier hört sich das so an, als wäre hier schon was. Oh, oh. Hier hat sich so ein verdammtes Tor aufgemacht. Das erinnert doch sehr an das Tor in dem Turm im Kerzenmeer. Oh, shit. Oh, shit. Okay, dann machen wir erstmal... mach du mal ein Schild auf dich selbst. Und hau mal einen Segen raus. So. Dann gehen wir erstmal vor und gucken mal, was es hier gibt. Ob hier jetzt schon Monster sind. Hab ich mich gerade erschrocken. Oh, shit. Ein bärenartiger Baumhirte. Oh, no. 30 Trefferpunkte. Okay, das ist eigentlich schaffbar. Der hat ungefähr dann so viel wie, wie Linzi. Aber was kann der? Sturmangriff kann er ausüben. Schadensreduzierung. Aha. Er hat eine Schadensreduzierung von 5 auf alle Treffer, außer mit kaltem Eisen. Okay. Das könnte natürlich Mignach machen, weil er hat dafür die notwendige Waffe. Und jetzt waren die hier getarnt. Das ist natürlich eine schlechte Sache. Wir haben natürlich den Zauber hier noch nicht gelernt. Wir hätten natürlich noch einmal schlafen müssen. Okay, dann machen wir mal einen schönen Boost auf Valerie noch. Die geht jetzt noch mal nach vorne. Der Hund, ja. Die ist ein schneller Eber. Ich weiß nicht, wie schnell dieser Baumhirte da ist. Vielleicht geht Mignach am besten, wenn er direkt vorne ist, schon mal in Verteidigung. Wo steht Linzi? Sehe ich jetzt gar nicht. Auch die so klein ist, die hinter dem Rund steht. Süß. Die haut schon mal ihr Lied raus. So, er ist ja was am Machen. Miri halten hier nochmal kurz raus. Erstmal zu gucken, ob noch mehr Gegner auftauchen. Linzi haut ihr Lied raus. Okay.
der getarnt? Wenn die getarnt sind, ist das natürlich übel. Weil dann treffen die nicht. Okay, die soll erstmal ihr Lied machen. Das dauert ja auch schon mal eine Weile. Und Ekundayo. Er macht erstmal den Aspekt des Adlers. Damit er besser trifft. Schnell schießen. Lassen wir mal vielleicht an. Damit wir erstmal mehr Treffer haben. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. So, der Hund greift schon mal hier an. Auf den Eber. So. Christian ist noch dran. Valerie bleibt vielleicht mal stehen, sonst rennt sie weg. Weiß ich nicht so genau. Bewegt er sich oder nicht? Nikon zaumert. Amiri macht noch nichts erstmal. Ich will mir die ganze Sache erstmal angucken. Du kannst aber versuchen zu demoralisieren. Das, wenn das funktioniert, haben die alle einen Malus, weil sie dann als erschüttert gelten. Und den Eber hat der Hund schon umgeworfen, okay. Jetzt rennt Valerie nach vorne. Okay, da kommen noch andere. So, Christian ist jetzt leider auch mit nach vorne gelaufen, der Dussel. Wir sprechen mal ein Gebet. Hier ist irgendwas. Vielleicht kann Lindsay das mal sichtbar machen. Sie hat ja noch so einen Zauber. So, mal hier so in die Gegend da schmeißen. Weil dann könnte man da Amiri drauf hetzen. Oh, Amiri muss mir nochmal ausstatten. Die hatte ich so alles Nützliche weggenommen. Na, wer weiß, ich kann sie das mal gebrauchen mit dem Schutz vor Feuer. Wer weiß, dass es da nur angreift. Den Eber haben wir auf jeden Fall erledigt, das war jetzt kein Gegner. Der Hund greift auch hier an. Micknock macht noch seinen Demoralisierungszauber. Hier ist ein Schreckensgiftwolf aufgetaucht. Okay, den greift. Was ist das? Ach, da ist auch noch was erschienen. Oh. Christian zaubert noch. Okay, Amiri, jetzt kannst du hier diesen Wolf hier schnappen. Der Bär ist schon tot, okay. Ich kann mal gucken, haben wir irgendwelche Infos über diese Schreckenswölfe? Schreckensgiftwolf. Resistenz gegen Elektrizität und Kälte. Na toll. Gerade damit arbeiten wir. Mist. Muss ich ihr eine andere Waffe geben eigentlich. Das ist aber jetzt zu spät. Komm, dann machen wir jetzt einmal einen Kampfrausch. Da muss sie jetzt maximal zuschlagen, dass sie auch gerade gemacht hat. Was ist das denn? Ein Smilodon-Baumhirte. Was kommt denn hier alles? Sagt mal, wollt ihr mich fertig machen? 175 Trefferpunkte. Den kann man mit kalten Eisen wieder bekämpfen. Smilodon-Baumhirte. Was ist das denn? Ja, Gott, okay. Oh, Mann. Das sieht aber nicht gut aus. Hat sie eigentlich ihr Lied gemacht? Let us strike as one. Moment, was ist das?
Eine verlorene Schwester ist da aufgetaucht. Schnapp sie dir, Miri. Zaubert doch irgendwas. Oh no! Was hat die gemacht? Oh, shit, shit, shit. Komm. Heilungszauber. Serves you right. Hier ist noch ein Leopard aufgetaucht. Oh, der Hund ist umgeworfen worden. Shit. Do not falter. A good day. Was hat die gemacht? Was ist mit Micknack? Blindheit. Shit. Yeses. Mist. Habe noch nicht einen Trank gehabt. Das können wir jetzt zum ersten Mal benutzen. Was haben die für eine Farbe? Oder? Ich habe noch einen Trank da mal gehabt. Blindheit heilen, ich nicht, oh. Flugbrechen, ne. Ist das ein Flug? Oder haben wir einen Zauber für sowas? Doch, wir müssten die haben. Die hatte ich mal angekauft. Ich soll mit einem Auge drauf sein. Bin ich blind? Hier. Aber ich lasse ihn erstmal seinen Heilzauber machen. Das nicht funktioniert. I can't keep this up much longer. You deserved it. Avenge me. Oh Mann. Ich kann nicht sehen, das scheint nicht funktioniert zu haben, was der Dings eben machen sollte. Oh, wo sind das jetzt? Ah, sie ist da eigentlich. Die muss da würfeln für. Wir können es aber nochmal versuchen. So, Amiri sieht wieder. Cannot hide from me. Look at me, Gorum! Die trifft nur nicht, weil die getarnt ist. Shit. Wir brauchen nochmal eine Heilung. Vielleicht machen wir das mal aus.
damit wir besser treffen. Nowhere to run. So, das läuft. Lass uns nochmal einsetzen. Diese verdammte Schwester da. Auf Falle. Valerie sieht wieder, das hat funktioniert. Okay. Onwards. Richtet sich Amiri mal raus. Gibt ihr Geschicklichkeit an. Okay. Dann kann Lindsay es nochmal versuchen. Schon wieder so einen scheiß Zauber gemacht, die dumme Kuh. Hm. Ey, guck mal, hier kommt da auch nicht durch. Diese war echt hartnäckig. Wieder nicht funktioniert, oder? Ne, die hat irgendwas gemacht. Jetzt haben wir sie. Wow. War das aber eine, was war das für eine? Feenwiesen Hexenmeister. Stufe 8, Stufe 6. 93 Erfahrungspunkte, Alter. Das war aber ein harter Gegner. Die uns alle erblinden lassen. Außer Mikdak und Kundayo kann keiner mehr sehen und der Hund. Oh, shit. Ja, wir haben es hier geschafft. Bärenfall, naja, gut. Aber wir haben es geschafft. 360 und 80, 250 Erfahrung. Wir haben das Tor anscheinend geschlossen. Diese Bedrohung erstmal beseitigt, so wie es aussieht. Das war mal ein harter Kampf. Okay, anscheinend klingt, dass es wieder ab, was sie gemacht hat. Die Blindheit ist weg. Aber nur Mikdak hat sie jetzt ganz schön mitgenommen. I'm listening. Magrigio, Turinos. Puh. Ja, da hilft dieser Gnese nichts. So. Na, nochmal, ey, dieses Biest. Bring it! A calculated risk. Okay, was war alles? An Loot? So, gucken wir nochmal, ob wir irgendwas hier übersehen haben. Dann müssen wir jetzt eigentlich wieder zurück in die Hauptstadt. Zum Glück ist das nicht weit weg. Und uns heilen. Aber ich hätte nicht erwartet, dass hier dann so ein Gemetzel stattfindet. Und jetzt im Grunde uns nur schwer gemacht, wenn uns dauernd geblendet hat und dann hat natürlich keiner mehr treffen können, auch Amiri nicht und Valerie hat nichts mehr gesehen. Der nur noch da gestanden und Treffer eingesteckt.
Aber man hat es auch nicht überwinden können letztendlich. Und es war, glaube ich, ganz gut, dass er so viele von diesen Heilzaubern drauf hat. Können wir ja eh nochmal raushauen. Alter Falter, war das einmal eine zähe Geschichte. Mein Kundenjohann ist nie durchgekommen. Ja, die haben auch nicht so viel Schaden gemacht letztendlich. Aber trotzdem, das war einmal lästig. Hier so ein bisschen. Ja. Einzige, der permanent ein bisschen Schaden mal gemacht hat, ist ein Kundenjo. Die Schwester hat immer nur einen Schaden mal im Ring gemacht, aber gut. Das hat ihr jetzt auch nicht großartig was geschadet, aber sie konnte eben auch nichts tun, weil sie nichts gesehen hat. Das ist natürlich eine harte Sache jetzt gewesen. Eieiei. Doch, man war so zäh hier. Also schadenstechnisch. Hier ist jemand durchgekommen. Bei der verlorenen Schwester. Da hat sie ja noch sehen können. 48. Der Hund hat Schaden gemacht. Ja, am Anfang ging es auch noch. Mann, oh Mann, oh Mann. Da war da noch ein Leopard und was weiß ich alles. Also ein einziges. Du wusstest ja gar nicht mehr, wenn du als erstes angreifen sollst. Das ist Milo noch ein Baumhirte. Hm. Ich habe alle Schaden gemacht, wenn ich alles so beieinander stammt, wie mittendrin. Yes, das war ja. Leopard hat auch noch was gemacht. Ha. Mann, oh Mann. Gut, aber letztendlich haben wir es doch noch geschafft, auch wenn wir ein bisschen angekratzt sind. Haben wir jetzt hier eigentlich einen neuen Eintrag bekommen? Eine Uhr der Fluch Teil 2. Die Spinneninvasion ist besiegt, aber ist das der dunkle Fluch, der uns von kahlen Hügel aus bedroht, damit wirklich ausgestanden? Es gibt wohl nur einen Weg, es herauszufinden. Wir müssen einfach geduldig warten. Die Angriffe unserer Baronie haben aufgehört. Haben wir gesiegt? Wir werden warten müssen, bis uns Kunde erreicht. Hier ist kein Timer mehr, wenn ich das richtig sehe, oder? Hm. Aber hat geschafft. Der uralte Fluch abgewendet. Weil wir diese Biester jetzt hier gekillt haben. Okay, dafür kann man auch mal ein paar blaue Augen bekommen. Nack. Aber dann haben wir jetzt das geschafft. Wir haben den uralten Fluch endlich beseitigt, hoffentlich. Hier wird auch nichts mehr angezeigt mit dem Ausrufezeichen. Interessant. Hä? Okay. So, du gehst nur eine kurze Reise. Ich wollte eigentlich zu Bocken, aber dann dachte ich, ich guck mal da vorbei. Ich dachte, erst in 12 Tagen ist dann hier das große Ereignis. Hm. Dann gehen wir mal in den Thronsaal, weil dann möchte ich eigentlich nochmal schlafen, damit Tristan die neuen Zauber lernen kann. Hier ist jetzt auch nichts Dramatisches vorgefallen. Das wundert mich eigentlich. So, ne. Hier ist jetzt kein neues Ereignis. Also, dazugekommen. Anscheinend haben wir es geschafft. Und das Böse abgewendet. Das hat ja auch Amiri für uns geschafft. Nice. Das heißt, wir haben jetzt diese aktuelle Bedrohung nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch diesen üblichen Krempel hier, um den wir uns dann kümmern müssen. Ja, dann können wir auch hier die Unterstützung des Kameras machen als nächstes. Nice, nice. Okay. Was haben wir denn eigentlich an Loot bekommen eben? Wir haben ja irgendwelche Sachen darauf gesammelt. Außer dem Bärenfell natürlich, das können wir jetzt schön hier von unserem Kamin legen. Ein Amulett der natürlichen Rüstung plus 2. Hallo, danke. Dann ein Dolch, okay. Das war da nichts. Aber das Amulett, das können wir. Das Omelett. Das Amulett können wir. Wir können es alle Omelett. Das Omelett plus 2 des eisernen Eigelbs. Das können wir uns im Hals hängen und ja. Gut.
Aber schon mal genau, ob den Hirschhelm nicht eigentlich Amiri geben sollen. Auch der Hund hat auch einiges abgekriegt. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal rasten. Weil Verständnisbonus auf plus 1 auf Angriffswürfe auf den falschen Fuß erwischt und in Zange genommen. Das wäre vielleicht eher was für sie, wenn sie losstürmt und Gegner findet, die auf dem falschen Fuß sind, dann kriegt sie dann plus 1 auf ihren Angriffswurf drauf. Aber wie oft kommt das vor auf der anderen Seite? Und in die Zange genommen, da müssten wir halt in den Momenten, wenn wir wirklich vielleicht zu zweit oder zu dritten Gegner in die Zange nehmen, wenn sie noch dazu kommt, ist es meistens dann eh egal, weil dann wird ja normal zusammengeschlagen. Das ist immer, wenn einer Mann gegen Mann steht, ist immer das Problem. Wenn wir zu dritt schon auf ein Monster einschlagen, weil ihr Rest schon tot ist, dann macht das auch nichts mehr aus, wenn Amiri nochmal dazu kommt und plus 1 bekommt auf irgendwas, würde ich mal sagen. Also ob das wirklich viel ausmacht, bin ich mir nicht so sicher. Sieht bei ihr bestimmt auch erschreckend aus, wenn sie so ein Ding trägt und auf den Gegner zurennt. Also ja. Aber irgendwie ist es auch das Erkennungszeichen von Baron McNuck. Ich weiß nicht. Ich lasse es mal. Ich habe jetzt plus 1 da und dann dort ist manchmal, oh mein Gott. Follow my lead. Ich glaube, so wichtig ist das auch nicht immer alles. Ich kann natürlich jeden Charakter ausmaxen, bis zum geht nicht mehr, aber mein Gott, ich spiele ja nicht, um das so optimal wie möglich zu machen, sondern um ein schönes Spielerlebnis und ein Abenteuer zu erleben. So, was haben wir denn jetzt hier? Cassiladori. Bitte entschuldigt die Störung, euer Gnaden, aber ich fürchte, es gibt schlechte Neuigkeiten. Nicht schon wieder! Magische Bestien fallen in allen Teilen des Landes über eure Untertanen her. Hä? Schon wieder? Niemand weiß, woher sie kommen, aber wenn das so weitergeht, stehen wir möglicherweise vor einem ernsten Problem. Ich kann das Wort magische Bestien nicht mehr hören, muss ich sagen. Ich habe doch gerade welche abgeschlachtet, haufenweise. Glücklicherweise gibt es auch gute Neuigkeiten. Die Embeth-Reisenden haben uns im Kampf mit den Monstern ihre Hilfe angeboten. Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit, einige Gäste aus den benachbarten Ländern einzuladen, sich der Jagd anzuschließen. Wäre das in eurem Sinne? Die wer? Die sind dann Vertreter oder was? Die Embeth-Reisenden. Reisende aus Embeth. Der Embeth-Wald erhebt sich aus einem fruchtbaren Gebiet in den Flusskönigreichen und ist voller stehender Marschen und niedriger Hügel. Anscheinend ist jeder Hügel in den Flusskönigreichen irgendwie wieder irgend so ein Fürstentum oder irgendwo was, wo wieder irgendwas Besonderes ist. Wie groß sind diese Flusskönigreiche? Ich muss mir irgendwann mal einen Atlas besorgen. Eine Gruppe von Waldläufern, die man als Reisende aus Embeth kennt, nennen diese dichten, sumpfigen Wälder ihre Heimat. Sie unterhalten mehrere Lager und sind die besten Führer in diesem Gebiet. Okay, Embeth-Reisenden. Klingt interessant. Magische Monster, okay. Na gut, wir sind im Fantasy-Spiel, da gibt es nicht noch magische Monster, wie bei uns hier, was weiß ich, die Borkenkäferplage, hier sind es dann die Manticore. Wer sind diese Embeth-Reisenden und was verlangen sie für ihre Hilfe? Der Embeth-Wald beginnt südlich eures Reiches, ein gefährlicher Ort voller hinterlistiger Feenwesen und anderer magischer Kreaturen. Von hinterlistigen Feenwesen habe ich die Schnauze voll, muss ich sagen. Embeth-Reisende sind dafür bekannt, derartige Gefahren zu trotzen. Sie verlangen nicht viel, eine Erstattung ihrer Reisekosten und das Recht, die Trophäen zu behalten, die sie erlegen. Das scheint mir ein angemessener Preis zu sein. Guck nur an, wie hoch die Reisekosten sind, wenn die nicht mehr erste Klasse absteigen. Hallo. Eine Jagd soll mir jetzt veranstalten, verstehe ich das richtig? Oder wie? Okay, wir veranstalten eine Jagd. Gut, als Baron, als Adliger ist es natürlich das Freizeitvergnügen der Adligen, die Jagd. Jagd nach Röcken oder nach Tieren, das war immer so das Hauptthema. Wen laden wir zur Jagd ein? Wir müssen Beziehungen zu unseren Nachbarn aufbauen. Pitax und Mivon. Ich würde jemanden aus König Irovetis innerem Kreis und einige Schwertfürsten Aldorios Mivon einladen. Okay, die Schwertfürsten müssen wir eh, würde ich mal sagen, mit denen müssen wir uns gut stellen. Sind ja auch, wir stehen ja auch in ihrer Gunst. Und die sind ja auch meine Lehnsherren. Und Pitax, naja. König Irovetti. Gut, den müssten wir vielleicht versuchen, nur ein bisschen mit sich dem gut zu stellen, um nicht die komplett Zielscheibe von dem Typen zu werden. Obwohl das vielleicht auch schon längst sind, man weiß es nicht. Aber vielleicht bringt das ja auch Gelegenheit, wenn wir mit so Leuten aus Pitax reden können, irgendwas rauszufinden über diesen Irovetti. Mit Mivon, weiß ich nicht. Damit den können wir uns ja einfach mal gut stellen. Warum auch nicht? Das ist, glaube ich, eine gute Auswahl. Aldorios Mivon.
Ja. Wo, wer kommt jetzt von woher? Das verwirrt mich jetzt auch. Bivon wird weitgehend von Aldori-Exzellenten kontrolliert. Sie stammen von den Aldori ab, die es vorgezogen hatten. Sie fliehen, als Koral der Eroberer mit seinen Drachen nach Restov kam. Ich würde euch davon abraten, sich an diese beschämende Geschichte zu erinnern. Uff. Ja gut, ist mir auch wurscht. Wie würdet ihr die Beziehung zwischen Mivon und Pitax beschreiben? Als typisch für die Klusskönigreiche. Sie haben einen bis an die Zähne bewaffneten Waffenstillstand mit regelmäßigen Scharmützeln entlang der Grenze. Ach so. Sie haben viele wechselseitige Probleme, greifen um nicht gleich zu ihren Schwertern, wenn sie sich sehen, schon gar nicht auf neutralen Boden. Warum laden wir nicht Irovetti selbst ein? Weiß ich nicht, ob ich das will. Dieses Sackgesicht. Ja, aber vielleicht könnte er dann zufällig einen Unfall erleiden und von der Klippe stürzen oder so. Er würde höchstwahrscheinlich mit einer freundlichen Weigerung antworten. Würde er euch nur einen Fuß in euer Land setzen, wäre euer Gnaden ausgeliefert. Ihre Wette ist ein verschlagener alter Fuchs, der allen anderen einen ähnlichen Verschlagenheit unterstellt. Gut, lassen wir da die Finger von. Gute Idee, ladet die Gäste ein. Ich werde umgehend die nötigen Befehle erteilen. Eine Jagdhütte wurde enthüllt. Huch. Heieiei. Hunting together with foreign guests not only helped solve the problem of rapidly multiplying magical animals, it also improved our relationships with our neighbors. But little did we know that this innocent fun would be the start of a real catastrophe. Ja, jetzt haben wir nochmal Lindsays englische Stimme gehört. Ist auch ganz nice, nur in dem Spiel stört er dann immer, wenn die anderen dazwischen quatschen. Ja, die Jahreszeit der Blüte hat jetzt begonnen. Also sind wir so am Ende des zweiten Aktes im Grunde. Oder ja, Mitte bis Ende des zweiten Aktes angekommen von 7. Nur das mal zu erwähnen, also steht noch unglaublich viel vor uns, aber wir kommen weiter in der Geschichte. Jahreszeit der Blüte beginnt nun, also das wird der nächste große Story-Quest werden, die uns auch eine Weile beschäftigen wird. Da bin ich mal gespannt, finde ich übrigens immer sehr schön, wenn man sich das mal so ein bisschen aus der Ferne anguckt, wie das hier so gemacht ist mit diesem Buch, sieht echt toll aus. Die Jahreszeit der Blüte. Die gemeinsame Jagd mit Gästen aus dem Ausland löste nicht nur das Problem gehäuft auftretender magischer Tiere, das haben wir eigentlich ständig, dieses Problem, sondern verbesserte gleichzeitig unsere Beziehung zu unseren Nachbarn. Allerdings ahnten wir nicht, dass dieser unschuldige Spaß der Beginn einer wahren Katastrophe war. Ja, Lindsay, du kannst uns immer aufmuntern und Hoffnung geben. Okay. Eigentlich wollte ich ja nur mal pennen, richtig, aber gut. Was ist hier passiert? Irgendwas Wichtiges. Einladung des Baron, das gibt uns plus 1 Beziehungen. Ist aber auch relativ wurscht. Wir haben eh nur 6. Das macht jetzt den Bogen auch nochmal fett. So. Gibt es hier irgendwas Wichtiges noch? An Projekten. Und das können wir nicht machen. Ist zu teuer. Wie viele Baupunkte haben wir jetzt? Okay. Okay. 500. Wir können ein Handelsabkommen mit Peter schließen. Es gibt uns 4 Baupunkte pro Woche. Ist natürlich nicht schlecht. Wir müssen aber auch 500 investieren. Wie lange müssen wir dafür sparen? Bringt sich das dann was, wenn wir 4 pro Woche dann wieder kriegen? Puh, das ist ein ziemlicher hoher Zinssatz für so ein... Ja, im Grunde, ne? Jetzt haben wir viel Geld, um ein bisschen was zurückzukriegen. So, das wäre eigentlich dringend, damit wir da mal weiterkommen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach, ist mir jetzt auch wurscht. Ne, es geht nicht. Der ist noch unterwegs, der Jubilost. Wie lange brauchen wir denn noch? Ach, längere Zeit. Okay, dann ist es auch egal. Dann ist das alles nicht wichtig. Zumindest nichts, was brennt. So, ein adeliges Vergnügen. Ja. So, was schreibt denn hier Lindsay? Es hätten wir nicht schon genug Ärger mit Banditen und Trollen gehabt, sucht nun eine neue Katastrophe das Land teil. Niemand weiß woher, aber plötzlich sind zahllose magische Bestien aufgetaucht. Wie oft habe ich das schon gehört? Niemand weiß woher, aber plötzlich sind überall magische Bestien. Hydren, Vivern, haarige Wesen mit Vogelköpfen. Ja. Alle Arten von Monstern schicken sich an, das normale Leben unserer Untertanen zu beenden. Da es gilt, das Geschäft mit dem Vergnügen zu verbinden, in unserem Fall Diplomatie und Monsterjagd, schloss sich unser Baron einer beliebten Freizeitbeschäftigung des Adels an, der Jagd.
Adelige aus Pitax und Mivon schlossen sich der Jagd ebenso an wie einige Reisende aus Embes, die sich freiwillig als Jäger meldeten. Der Embeswald, in dem es von Monstern nur so wimmelt, ist glücklicherweise weit von unseren Gänzen entfernt. Gott sei Dank, zu den Jägern in die Jagd gestoßen. Das ist also unsere nächste Mission, okay. Die Jagd wird auf einer namenlosen Hochebene in den Kamelanden erfolgen, wo verschiedene Monster von der unglaublichen Größe und Wildheit ihre gefräßige Unwesen treiben. Dann danke. Da sich die Jäger und ihre Gäste bereits in einer Hütte unweit des Jagdreviers versammelt haben, wird es für uns Zeit, zu ihnen zu stoßen. Oh, okay. Gut, das können wir mal schließen. Und das haben wir alles erledigt. So, dann sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. Jahreszeit der Blüte. Das ist jetzt unser neues Kapitel. Ja, das machen wir jetzt auch noch nicht. Und das hier sind so Geschichten. So, dann haben wir das hier mal ein bisschen aufgeräumt. Da hier. Sehr schön. Okay. Alles startklar. Gut. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir als nächstes die Geschichte mit Bocken, damit die mal beendet ist. Wir haben jetzt diese drei Bücher endlich gefunden. Können die geben. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Das ist immer so unaufgeräumt hier. Wo lagert er die jetzt? Jetzt hat er sie hier reingeschmissen. Okay. Nicht, dass ich mich verguckt habe. 2, 1. So. Wir haben hier noch lauter Fälle hier überall. Lauter Fussel im Mund. 1, 2 und 3. Okay, das können wir dann Bocken geben. Da bin ich mal gespannt, was der dann für uns bastelt. Oder wollt ihr irgendwas Besonderes für uns anfertigen? Geht wahrscheinlich komplett in die Hose. Verwandelt sich in Eulenbär und frisst Lizzie. Keine Ahnung, was passiert. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Hier mal Pathfinder Kingmaker. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.